Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gucken wir Logo Horror Map. Ja, viel Spaß. Logisches Hey-Ho! Hi! Herzlich willkommen zu einer neuen Map. Ich sitze hier seit ein paar Minuten und überlege mir so: Nein! Ich will das eigentlich nicht tun, aber ihr habt mich mehrfach dazu überredet in den Kommentaren. Bitte, Logo, zock doch mal eine Horror-Map, zock doch mal ein Horror-Game, mach doch mal was Gruseliges. Nein, aber ernsthaft, ich bin überhaupt nicht der Typ für sowas. Ich kann das überhaupt nicht ab. Seien das jetzt Jumpscares, irgendwelche Horror-Sounds oder. Manchmal habe ich sogar beim Schnitt von Hello Neighbor selbst so ein bisschen das Gefühl, bitte jetzt kein Jumpscare, obwohl ich das Ding selbst schneide. Okay, ich würde sagen, wir zocken heute The Apartments, Teil 1. Das ist schon eine etwas ältere Horror-Map, aber ich habe mir sagen lassen, die soll sehr gut sein, vor allem was das Ambiente angeht, das ganze Umfeld, was die gebaut haben. Und wir wollen jetzt einfach überraschen lassen. Und wenn ihr gerne mehr Horror-Maps wollt... Mein Auge juckt, dann slay doch einfach mal einen fetten Gestopp nach oben durch und ich würde sagen, legen wir los. Minecraft Horror Map, The Apartments, Episode 1. Ich bin bereit. Nichts erschreckt mich. Alles ist vorbereitet für das Dinner mit Annie. Ich brauche nur noch etwas Musik. Okay, die Musik ist im Studio. Okay. Alter Schwede, wurde echt nicht untertrieben. Das sieht ja wirklich genial aus. Alter, sogar eine neue Serious das Gefühl über, dass das ein Horrorspiel ist, okay? Okay, was gibt's denn eigentlich zum Essen? Ich glaube Sushi, oder? Die Küche? So, was ist hier? Leerer Raum, super, ich habe auch immer leere Räume. Das wirkt super, das wirkt richtig geil. Die Bilder sind ja auch richtig einladend. Was haben wir hier noch? Die Kisten. Oh. Okay. Chet Baker müsste perfekt sein. Haben wir denn hier sowas? The Dark Side of the Moon? Irgendein Walzer? The Best of Bob Dylan? Chet Baker waited for you. Oh, nice. Geh mal bitte keinen Strike, okay? Hey, Annie. Bist du bereit für heute Nacht? Hey, Sweet! Sweet? Sie nennt mich einfach nur süß? Okay, irgendjemand. Ja, jetzt ging das so schnell! Okay, ja, wieso geht der Text so schnell? Warum ist das Licht aus? Say what? Was ist passiert? Die Lichter sind weg. Kann ich mich nicht in mein Bett legen und einfach heulen? Bitte! Güte. So, warum kann ich mich nicht einfach ins Bett legen und dann die Nacht überspringen? Wir gucken morgen nach dem Licht. Okay, etwas komisch, das ganze Gebäude ohne Licht zu sehen. Sanders? Dorit? Fahrstuhl geht wahrscheinlich. Ja, gut, es ist kein Strom. Warum soll ich denn dann probieren? Okay, richtig komisches Geräusch beim Treppe runtergehen. So, wer wohnt hier? Gates? Ach, der gute Bill-Mensch. Ach ja, Johnsons. Okay, und wer wohnt hier drüben? Simpsons. Main Hall, Parking Basement. Also müssen wir nach hier. Okay, Mr. Dark ist nicht hier. Bedeutet das irgendwas? Okay, ich bin mir sicher, er wird nicht sauer sein, wenn wir uns den Schlüssel einfach nehmen. Oh, hat sogar eine Lampe dabei. Schöne Lampe, aber ich brauche Batterien. Hässlicher Key, ein anderer Key, Alt Key und Key Register. Was steht da so Schönes drin? Ah, Basement Key taken by Johnson. Okay, unused. Wir nehmen einfach mal alle Schlüssel mit. Man kann ja nie genug Schlüssel haben. Die hänge ich mir dann alle an meinen Schlüsselbund und sehe richtig, richtig wichtig aus. Okay, wir haben eine schöne Taschenlampe, aber wir haben keine Batterien dafür. Super. Ah, man, I need the basement key. Fuck. Kann ich mir nicht einfach ein Auto nehmen und abhauen? Oh, mein Gott. Na, wir haben hier dieses Register. Am 2.10. bei Mr. Johnson. Okay, der ist, glaube ich, im Obergeschoss. So, was hab ich? Keine Angst. La, 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 la. Simpson. Gaze.
mir geht's gut, aber... Hallo? Mr. Johnson? What? Die Tür geht einfach auf? Hallo? Hallo? Ist da jemand im Haus? Kurz Pause, übelst creepy Music, what the fuck, diese Momente, wo so übelst tolle, fröhliche Musik läuft, aber sie so verdammt creepy ist. Warum hat der Bilder von meiner Freundin aus dem Spiel dort an der Wand? Das ist doch krank. Kann ich gehen? Hallo, du Pussy, ich hätte das locker geschafft. Ja, die Tür da hinten sieht so einladend toll aus. Kann man sich nicht ein Messer aus der Küche nehmen und dann da reingehen? Ist das nicht irgendwie schöner? Ist das nicht... Oh Gott, das Blut geht auf die Toilette. Oh Gott, nein. Oh mein Gott. Überall hat er diese Bilder? Krankes Stück. Was ist jetzt passiert? Ich hab Schwarzbild? Hä, wo bin ich? Zweiter Stock, okay. Dann packen wir uns mal hier hin. So, dann haben wir den hier griffbereit. Was ist? Fernseher, okay. Oh mein Gott! Nice, jetzt haben wir eine Taschenlampe, die man nicht wieder ausschalten kann. Hey, es ist doch gar nicht schlimm, ist doch kaum gruselig oder so. Ab geht's zu Doris. Hey! Zweiter Stock, wa? Müssen wir an Bill vorbei. Der lässt sich's wieder gut gehen in seiner Wohnung. Ich wette, der sitzt da drin, der hat so einen Generator, der guckt immer noch Fernsehen. So, hier, Dorit. I got it, pa! Bist du zu Hause? Billy, shut the fuck up! Stupid duck. Okay, sie hat einen Hund. Die Musik ist sehr schön, die Atmosphäre ist umwerfend und sie wird... Meine Taschenlampe ist alle super! Oh! Alles gut, Logo, alles gut, war nur ein Minecraft-Jumpscare, ist alles in Ordnung, hast dich nur ein bisschen erschreckt, ist alles in Ordnung. Hey, komm, einmal kann das passieren, oder? I got the power! Ja, kann ich hier drinnen bleiben? Ach Mensch, Günther, altes Haus. Ich werde so safe jetzt drauf gehen, oder? Ich bin bereit zu sterben. Na komm her. Dann jumpscare mich, komm. Ich bin bereit. Nicht rennen auf der Map. Ist das alles, was die Figur gerade kann? Okay, das war jetzt nicht scary. Das war nicht scary. Nein. Miss Agathe. Okay, da gibt's wohl kein Agathe Power mehr, ey. Oh. Kurze Pause. Ich brauche einfach 5 Minuten für mich. Ich kann nicht glauben, dass... Agatha, tot ist. Hey, ich hab keine Angst mehr. Ich überstehe die Map locker hier in dem sein Atelier. Gott.
Ich habe trotzdem kein Base mit Key. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, oder? Er hat ja nicht mal was im Kühlschrank. Ah, hier noch eine Batterie und den Basement Key. Oh yes, jetzt geht's ab hier. So, und eine Batterie im Notfall. Also wir könnten die Torch wieder anmachen. Nein, jetzt hat er die Torch wieder angemacht. Oh, verdammt. Ja, schön, jetzt wissen wir, die hält nicht lange. Also schnell in den Keller, komm. Los, schneller, mein Junge. Wo geht's nochmal in den Keller? Ja, mir macht jetzt nichts mehr Angst, komm. Okay. Basement wird geladen. Super, und meine Taschenlampe geht wahrscheinlich gleich aus. Oh ja. Oh ja, ich habe auch immer Wasserlöcher im Keller. Okay, ich muss jetzt 3 Sicherungen. Oh mein, das war nicht mehr creepy. Das war einfach schon nicht mehr creepy, Digga, weil ich dich jetzt kenne. Wo könnten sich 3 Sicherungen verstecken? Kann ich einfach 3 Schlüssel reinklinken? Das dürfte doch fast genauso gut funktionieren. Oder mich einfach ins Feuer stürzen. Das wäre ein schönerer Tod. Okay, die Main Hall wird wieder geladen. Ah, okay, also ihr empfiehlt uns jetzt direkt in die Garage zu gehen. Ja, super. Kann ich einfach das Auto nehmen und abhauen? Habe ich kein Auto? Taschenlampe alle. Super Gefühl. Da fühlt man sich gleich viel besser. Ach, Mensch, Digga. Oh, mein Auto ist kaputt. Oh, nee. Mein Gott. Du kannst mir gerne Mr. Johnson nehmen, ja? Und Agatha. Und diese Annie da, mit der ich jetzt eigentlich zu Abendbrot essen wollte. Aber, Digga, du kannst doch nicht meinem Fiat Multipla einen Kratzer in den Lack ziehen. Dem Vieh trete ich in den Arsch. Oh, ja. Also, hier haben wir schon mal eine. Zack, 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 zack. Die Map triggert mich nicht mehr. Ich habe keine Angst mehr. Ich habe die überwunden. Wo geht's nochmal in den Basement-Ding da? Nee, hier vorne geht's in den Keller, da. So, Map, du kriegst mir nicht mehr, du kriegst mir nicht mehr. Ach, denkst du, das ist gruselig hier? Ach, komm. So, Sicherung rein. Ich dachte, ich soll das da reinpacken. Ich hab doch jetzt eine, warum geht das nicht? Ach, wollt ihr mich alle verarschen? Ist das creepy? Ja, es ist creepy. Oh, ich kann keine Sicherung mehr in den Kasten drücken. Oh, das ist böse. Oh ja, das ist eine richtig böse Map. So, ich habe die Map bis hierhin jetzt nochmal gespielt, im Speedrun quasi, weil ich ja schon wusste, wo was ist und mir extra nochmal so eine Fuse drin. Ich habe keinen Plan, warum das gerade nicht funktioniert hat. Wir gehen jetzt gerade extra nochmal zurück und... Ah, yes! Okay, 1 von 3 ist eingesetzt. Oh! Schaut euch doch alleine dieses Gemälde an. Oh, es ist Kunst. Es ist... Monster, was einem Menschen den Kopf abbeißt. Das ist doch lecker. Komm ich hier irgendwo rein? Das sieht aus wie mein Bett. Hä? Wieder am Anfang. Oh, oh, weinendes Baby ist nie gut. Es weint aber im Raum gegenüber. Oh, shit. Hä, ich werde immer wieder hierher zurückteleportiert. Es weint hier im anderen Raum. Oh, Mann. Baby weinen. Das Einzige, was eigentlich noch fehlt, ist irgendwie gruselige Kindermusik. Nein, alles gut. Alles gut. Alles gut, ich bin voll da. Come on, na komm, gib mir den Jumpscare. Wieso habe ich jetzt auf einmal so ein riesiges FOV? Darf ich wieder bis dahinter rennen? Hui! You can only sleep at night. Diese Momente, wo übelst gruselige Kindermusik läuft, das ist einer dieser Momente. Und ich kann mich nicht bewegen. Wow, okay, da war er kurz. Hey, what's up? Kann es bitte vorbei sein? Bitte, bitte, bitte. Aha, ich Genius. Eigentlich ist es mega entspannt. Ich meine, wenn man jetzt sich denkt, ey, keine creepy Musik, alles ganz easy, total schöne, angenehme
lustige Musik, dann wäre eigentlich nichts irgendwie creepy oder so. Meine Sicherung geht wieder nicht mehr. Ich stehe vorm Sicherungskasten und kann nicht weitermachen. Wahrscheinlich kurz bevor die Map... Das war's mit der Map an der Stelle. Wie gesagt, es tut mir mega, mega leid. Ich nehme seit über 40 Minuten auf und kriege es nicht hin. Ich musste vorhin sogar nochmal außerhalb der Aufnahme alles nacharbeiten, weil die eine Zelle hier schon wieder, also weil die eine Sicherung nicht geklappt hat. Und die zweite Sicherung funktioniert jetzt schon wieder nicht. Und ich kann die ganze Map nicht bis hierhin nochmal aufspielen. Was ist denn das, Map? Willst du mich loswerden? Okay, dann sag mir das. Wenn ihr gerne wollt, dass ich nochmal eine Horror-Map oder irgendwas Horrormäßiges zocke, dann schreibt's mal unten in die Kommentare. Wenn ihr gerne nochmal so ein Video wollt, dann slide doch einfach den fetten Gestomp nach oben durch. Und wenn ihr kein Magefino mehr wie das hier verpassen wollt, dann slide doch einfach mal den Abo-Button durch. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend zu einem neuen logischen Video wieder. Bis dann, bleibt ihr logisch. Haut rein. Und logisches... Cheerio, ciao, ciao.